Nicht immer benutzen wir eine Actioncam nur für Sport- oder Actionaufnahmen. Durch das extreme Weitwinkel und die kompakte Bauform können wir sie auch in einem normalen Videoprojekt verwenden. Allerdings sollte die Kamera dabei sehr ruhig gehalten werden. Das erreichen wir entweder durch die Nutzung eines Stativs oder wir verwenden einen Gimbal. Herzlich willkommen bei Holgers Videotreff. Schön, dass ihr reinschaut. Heute schauen wir uns einmal den Dreiachs-Gimbal NA3D von Landparte an. Der Gimbal wird mit Zubehör in einer Tasche geliefert. Obenauf liegt eine englischsprachige, gut bebilderte Bedienungsanleitung. Um den Gimbal nutzen zu können, befestigen wir zunächst den Handgriff. Dann schieben wir die GoPro in die Halterung aus Metall und fixieren sie mit der Bügelhalterung. Neben zwei Akkus und einem Ladegerät wird auch eine Griffverlängerung mitgeliefert. Hierdurch ist es möglich, auch größere, leistungsstärkere Akkus zu verwenden. Die mitgelieferten Akkus ermöglichen eine Betriebszeit von ca. 4 Stunden. Die größeren verdoppeln diese Zeit. Oben am Gimbal befindet sich ein kleiner Stecker. Hiermit können wir nun die GoPro mit der Stromversorgung des Gimbals versorgen. Klasse Idee, denn gerade bei UHD 4K-Aufnahmen beträgt die Aufnahmezeit der GoPro ja nur knapp eine Stunde. An der Seite des Handgriffs befindet sich ein Mini-USB-Stecker. Hierüber können gegebenenfalls Firmware-Updates für den Gimbal eingespielt werden. Sicher habt ihr auch schon den GoPro Standard Mount entdeckt. Hierüber können wir Zubehör befestigen, wie ein Zusatzmikro, Kopfleuchte oder auch Monitor. Mit einem Schalter im Griff wird der Gimbal angeschaltet und geht in den Standby. Eine Kontrollleuchte zeigt den Akkustand an. Eine blaue LED blinkt in der Gimbalachse. Erst wenn der mittlere Knopf am Handgriff für 3 Sekunden gedrückt wird, wird er aktiv. Der Gimbal kalibriert sich automatisch und geht in den Follow-Mode. Die LED ist nun grün. Die Plattform folgt den Bewegungen und Neigungen des Griffs. Die Kamera flüssig nach oben und unten neigen ist hiermit kein Problem. Mit den Links-Rechts-Tasten am Steuerkreuz kann man den Gimbal zu den Seiten neigen. Drücken wir jetzt zweimal kurz hintereinander die Taste, so geht der Gimbal in einen Modus über, bei dem der Horizont fixiert ist. Die Status-LED leuchtet dabei rot. Wird die M-Taste 3-mal gedrückt, so geht der Gimbal in den Lock-Mode. Die LED leuchtet nun blau. Nun wird ein bestimmter Punkt anvisiert. Blickrichtung und Horizont bleiben absolut fix und ändern sich nicht. Mit dem Steuerkranz können wir die Kamera zu den Seiten neigen oder nach oben und unten schwenken. Wie schnell das geht, ist über einen Drehregler auf der rechten Seite des Griffes einstellbar. Natürlich ist es auch möglich, kopfüber zu filmen, ohne die Aufnahme zu unterbrechen. Halten wir die M-Taste für 3 Sekunden gedrückt, so
So wechselt der Gimbal wieder in den ursprünglichen Standby. Kommen wir nun zu einer weiteren Besonderheit. Zum Lieferumfang gehört auch noch eine Kabelfernsteuerung. Diese wird nun unten am Gimbal und oben am Handgriff montiert. Da die Fernsteuerung über ein Standard 1/4 Zoll Gewinde verfügt, können wir den Gimbal nun vielfältig befestigen. Beispielsweise auf einem kleinen Stativ. Ein Vorteil dabei ist, dass der Horizont immer genau gerade ist, egal wie das Stativ steht oder die Befestigung erfolgt. Weitere Infos erhaltet ihr wie immer in meinem Videoblog. Falls euch mein Beitrag gefallen hat, so freue ich mich über einen oder auch Abo. Für heute danke fürs Zuschauen und tschüss, bis zum nächsten Mal.